Willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir von der Firma TZS First Austria diesen elektrischen Grill näher betrachten. Er kam 2 Tage, nachdem wir ihn bestellt hatten, bei uns an. Die Umverpackung war ein großer brauner Karton, in dem eine Menge Füllmaterial war. Darin enthalten war diese Produktverpackung. Auf der Oberseite sehen wir den Grill, einmal wie er aufgebaut ist. Er hat hier auch so eine Ablagefläche. Hier sind die Produkthighlights in Iconform. Und zwar hat er 1600 Watt maximale Leistung, ist 83 cm hoch. Das Grillareal ist 34 x 44 cm groß. Er hat ein Thermostat und man kann ihn im Außenbereich nutzen. An den Seiten haben wir noch Beschreibungen in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und zwar steht da: elektrischer Grill, Transportwagenfunktion für einfache Aufbewahrung zusammenklappbar. Gerippte Grilloberfläche in den Maßen 44 x 33,5. Abnehmbare Auffangschale aus Metall. Zentrale Ablaufrille, 83 cm Arbeitshöhe oder Nutzung auf der Tischplatte ist auch möglich. Wassergeschützt nach IPX4, Netzstecker und Thermostat. Cool Touch Handgriff, alle Teile abnehmbar für einfaches Reinigen. Einstellbares Thermostat, antihaftbeschichtete Platten. Und er wird betrieben mit 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hertz und hat 1400 bis 1600 Watt Leistung. Jetzt wollen wir ihn uns einmal ansehen. Stellen wir erst einmal runter. Da haben wir schon mal einen Teil gestellt. Sehr viel Verpackung. Leder, das Gestell ist also auch fahrbar. Das sind, glaube ich, die Radkappen. Und weiter ist da nicht. Schauen wir uns die Einzelteile mal näher an. Ja, das dürften Radkappen oder sowas sein. Das ist der Deckel. Thank you.
das ist, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich irgendwas von dem Fuß. Müssen wir uns nachher mal in der Gebrauchsanweisung anschauen, wie das zusammengebaut wird. Anweisung und die Garantiekarte. In vielen verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Das wird die Grillplatte sein. Und dann haben wir jede Menge Einzelteile. Innenleben.